sein, ich habe nur 3DS dabei. Ich weiß nicht, ob das so geil ist dann. Ja, cool. Er hat dich gewinnen lassen. Oh, ist das wahr? Oh, es hüllt sich im Schweigen. Das ist auch damit du gegen Buxbaum als nächstes kommst direkt, ne? Das ist damit du gegen Buxbaum als nächstes kommst. Das könnte ja natürlich sein, dass du dann direkt Winners Round One oder so gegen Buxbaum oder so bist. Das wäre super witzig. Das wäre der Jakob. Ja, I did it on purpose. Oh. Ja, sieht ja ganz gut aus mit Nudelsuppe hier an der Stelle, muss man mal sagen. In diesem ungewinnbaren Matchup. Aber Third is sick. Oh, was? I am quitting Melee Singles. Schiller Gymnasium represent, Alter. Schön die Fingerchen abgefangen von der armen Dame. Ist das Third gegen? Ja, ja. Let's go, Henry. Oh, das hätte best sein können. Ich finde das ein bisschen schade, dass er heißt. Er heißt halt Jan König. Ja. Heißt nicht Jan König und hat auch nicht die Krone auf. Einfach so dumm. So viele Missed Opportunities. Und deswegen wird er hier verlieren. Oh! Ach, schade. Weil er gegen einen Unkönig spielt, der die Krone trägt. Oh mein Gott. Das war insane. Ich habe so mein Shield-Kill gekriegt gegen Maxi. Und danach ein Bombe-Kill. In Game 5 oder so war das Bombe-Kill. Ich hatte 4 Stocks 0%. Ich weiß nicht, ob es 5 oder 4 war. Das war auf jeden Fall so relativ intens. Ich sag mal, es war relativ intens. Ey, wow, Nudelsuppe einfach mit dem Down Smash. Man sollte meinen Gummeluf kann springen, aber nein. Kevin ist okay, wenn ihr gleich noch was zu essen. Ah, der Böschi! Aha. Oh, Nudelsuppe zeigt, dass er sich vorbereitet hat, er kann Wave Dashen. Oh, und da ist es weg! Einfach aus der Hand geglitten. Geile Spielmechanik einfach. Das ist schon ganz fair auf jeden Fall. Oh, okay. Ich finde es so fair, dass die Turnips auf einmal verschwinden und man extra wieder so eine 40-Frame-Animation initiieren muss, damit man Neues bekommt. Findest du das fair, dass andere Charaktere Projektile bekommen? Ich will auch Turnips. Ich will auch Projektile haben. Welche Kämpfe haben nicht bei Projektile? Was? Die sind aber auch müssen wir dann gucken. Ja. So gut wie ja. Also nicht schnell. Nur noch 2 Sets. Oder Fox auch schneller. Ja, das stimmt. Aber schnell war, glaube ich, auch ein bisschen das falsche. Förder ein Game von krank, oder? Das ist eigentlich besser. Ja. Ja, voll. Hat halt super viel Varianten. Ja, ich weiß nicht, was das macht. Okay, Leute. Leute. Double Seeding. Tschüss. Bayern würde ich sagen, Platz 1. Peach, kann man nichts machen. Wer ist denn Bayern? Sinnet und Dingsbeck. Oder? Sinnet und Fuchs, Doppel Peach? Ja, wahrscheinlich. Mutter. Das denke ich halt auch. Servus. Okay, dann zweites Ziel würde ich sagen, entweder Zerf oder Team Dang, das ist Nedion und Dingsbeck. Nee, das ist auf jeden Fall nicht. Das ist auf jeden Fall unter Zerf. Ja? Ich finde die schon ziemlich lit. Dann haben wir Team Swifty, ist Limey und Sean Wayne, das ist schon ziemlich lit, würde ich sagen. Wer ist Greifswalder Teppichputzer? Es gibt drei Greifswalder Teppichkotzen und Greifswalder Spülenkotzen. Greifswalder Spülenkotzen ist von dir inspiriert, würde ich sagen? Nee, tatsächlich. Heißt die Gebrüder, die Gebrüder, Wiesaus, wirklich Team Wiesaus. Ey, wie lange Spülte? Okay, Team Swifty finde ich gut. Ey! Marius! Welches Team bist du? Bist du Spülen oder Teppichkotzen? Ich bin Teppichkotzen. Okay, mit wem? Mit dir. Okay, dann seid ihr da, würde ich sagen. Spülenkotzen ist die andere Partei. Wer ist denn da? Bill und hier oben. Achso, kennst du vielleicht? Achso, ja, ich kenne den Namen. Ey, Achso, und dann Bill, Team. Ich bin ein Pharma-Lab. Ich bin nur ein Kaffee. Nati. Ja, ich hab da Hero gesehen. Ja, irgendwo schon. Da ist er doch, direkt hinter dir.
Und alles auf wahre Begebenheit. Spielkatze. Okay, wie, was haltet ihr von dem Ceiling hier? Klingt nicht ganz so. Ist der nicht noch mal schlimmer? Ja, muss ich ja noch mal sagen. Ja, okay, in der Tat, es ist auf jeden Fall schwieriger, zu sauber zu machen, würde ich sagen. Das meine ich. Gehen auf zwei. Nein. 2 Euro sind keine 3 Euro. Ich glaube, das kommt hin. Das ist halt. Wir wollen nicht auch. Captain Falcon Science. Hat halt keine 3 Euro. 2 Euro sind keine 3 Euro. Big Brain. Big Brain Falcon Main. Big Brain Konstante. Oh, oh, es wird. Oh, nein. Oh, wir waren in einem Park. Und du hast das. Das ist geiles Commentary. Los, einer. Ja, das hat das beste Kommentar. Mit 5 Leuten da sitzt ihr gegen uns. Alle sind für einen. Ja, also, Luca könnte ja auch hier sein. Ja, klar. Hand in Hand für Norddeutschland. Weil Luca nicht auf dem Schiller-Gymnasium ist. Malte nur kurz. Der ist dann. Der ist dann von der Schule geflogen, weil er jemanden nach vorne kommt. Nein. Ich bin deutsch Gymnasium. SESB. Staatliche Europaschule bin. Mündlich carries you, by the way. Nee, tatsächlich nicht mal mündlich, da habe ich 5 Punkte gehabt. Oh. Aber 50 K. Theater carries me. Theater carries you. Nee, ich bin Zuschauer. Kann das überhaupt nicht? Fenster da, das ist da rechts hier. Das hier? Das steht doch da, oder? Oh, einige. Digga, das sind ja sogar mehr als 10. Digga, uns hat er noch Reef gehostet. Oh, shit. Ja, Reef, Alter, dieser Mar, dieser richtig sicke. Ah. Danach gibt's Doubles, oder? Like, follow, subscribe, was? Danach gibt's Doubles, oder? Oh mein Gott! Ah, er hat's nach oben werfen. Smash that like button, guys. Es war so lustig, als Victor gefragt hat, als Fox gegen Sheik lief, meinte er noch, ist Dreamland gut gegen Sheik? Und dann meinte Konsti, alles ist gut für Papp. Er hat nicht spezifisch gegen Sheik. Aber es ist völlig vergessen, wie man die eilt. Wenn du das Set anschaust, ist das so lustig. Victor so voll unschuldig. So, also ist Dreamland gut in dem Matchup? So? Gut gegen Sheik? Wir haben halt gerade gegen Papp gefragt. Und du meintest so, ich meine so, alles ist gut für Papp. So die Scheiße, Mann. Fick dich, Victor. Geh einfach nach Hause. Und dann mich privat anschreiben. So, bin ich gemein zu Victor? Lass mich gemein zu Victor. Wie ist es ausgegangen? 2-1. Aber Victor ist so ein guter Boy, dass eigentlich niemals jemand was gegen ihn hatte. Auf gar keinen Fall. Nee, wenn man gemein zu Victor ist, dann wirklich nur aus Spaß. Dann wegen Puff. Das ist kein Spaß. Das erste Amateur-Bracket, dann Doubles und dann. Erst Doubles. Erst Doubles, wann ist das? Kann ich ja noch Essen holen? Wenn du fertig bist, dann hol ich mir Essen. Ich würde sagen. Ich mach so Viertel nach, dann geht es Doubles hoch. H-Box ist nach Victor der hypeste Puff. Ja, schon. Ja, ne? Obwohl Victor macht nicht so nuttige Sachen. Tech war super hype. Victor, Tech, H-Box. In der Reihenfolge. Achso, ich dachte, Victor hätte kranke Tags. Ja, ich dachte. Komm, er macht immer Doubles gegen die einen Tag gegen Fox Upsmash und so. Kein Mensch. Du meinst, ist er tot und jetzt restest du ihn einmal. Ja, Mann, du bist jetzt ein Rest und du bist richtig gewinnt. Kein Mid-Game-Coaching. Einfach vergehen. Richtig kranke Sachen. Hast du, lebst noch. Kein Mid-Game-Coaching. Kann nichts machen. Ja, okay. Der Tag war krank. Ja.
Stimmt, Victor Bessens Part. Puff stirbt manchmal sogar unter 200%. Ah. Es gibt Matches, wo das passiert ist. Ja, ja. So wie hier. Also. Okay. 2-0 für Nudelsuppe? 2-0. Tja, das ist der Schiller-Gymnasium-Scheiß.